Orte auf der ganzen Welt, an denen das Sterben verboten ist. In der Welt gibt es viele absurde Gesetze, jedoch gibt es einige, die sogar an Inkongruenz grenzen, vor allem, weil sie versuchen, Dinge zu verbieten, die zu 100% natürlich sind, wie zum Beispiel die Tatsache, dass man geboren wurde oder sogar starb. Dem Portal Hastar zufolge säuberten die Athener 426 vor Christus die kleine Insel Delos, indem sie alle Gräber auslöschten und den Ort verbieten, geboren zu werden oder zu sterben. Die Einschränkung, die schwangere Frauen zwang, zur Geburt von Rhenea zu reisen, machte Delos zu einem heiligen Ort und bewahrte seine Neutralität im Handel, da niemand durch Erbschaft Eigentumsrechte beanspruchen konnte. Aber das Schlimmste ist nicht das, aber obwohl es äußerst unlogisch klingt, gelten die Exzentrizitäten dieses Jahres vor Christus noch im 21. Jahrhundert. Und als Beispiel die Orte, die wir Ihnen in der folgenden Fotogalerie vorstellen, wo Sie, obwohl Sie es nicht glauben, nicht sterben dürfen. Cognaux, Frankreich. Der Bürgermeister Philippe Gorin musste seinen Nachbarn wegen des Platzmangels auf den beiden Friedhöfen der Stadt das Sterben untersagen. Es blieben nur 17 leere Nischen und die einzigen Grundstücke, auf denen ein dritter Friedhof errichtet werden konnte, gehörten der Armee. Falciano del Masico, Italien. Es war im Jahr 2012, als die Einwohner der Stadt den Befehl erhielten, nicht zu sterben. Die spektakuläre Idee kam seinem Bürgermeister Giulio Cesar Fava, weil sie keinen eigenen Friedhof hatten und keine Mittel hatten, um einen neuen zu bauen. Leider konnten sich zwei Personen nicht an das Gesetz halten. Biritiba Mirim, Brasilien. 2005 hatte ihn der Bürgermeister dieser Stadt auf der Website des Stadtrats verlassen, es ist verboten, in Biritiba Mirim zu sterben. Auf dem städtischen Friedhof gab es keinen Platz mehr und es wurde ihnen verboten, einen neuen zu bauen. Im Jahr 2010 gelang es ihnen schließlich. Saporinx, Frankreich. 2008 verbot der Bürgermeister von Saporinx den Tod der 260 Einwohner, auch aufgrund des Platzmangels auf dem Friedhof. Der gute Mann, der damals 70 Jahre alt war, brach jedoch ein Jahr später sein eigenes Gesetz. Celia, Italien. In Süditalien gelegen, betrachtet diese Stadt das Sterben als Verbrechen. Der Standard wurde im August 2015 festgelegt. Celia wird von 537 Einwohnern beinahe allen bewohnt, also über 65 Jahre, sodass der Tod der Dorfbewohner direkt mit der Stadt enden könnte. England. Bis 2012 war es verboten, im Parlament zu sterben, weil man dachte, wer im Palast von Westminster gestorben sei, habe das Recht auf ein Staatsbegräbnis. Es gibt jedoch 4 Todesfälle in diesem Denkmal, und keiner der Betroffenen erhielt eine solche Zeremonie. Longyearbyen, Norwegen. Es ist die Hauptstadt des Svalbard-Archipels, wo die Bürger Temperaturen unter Null ertragen müssen und als ob das nicht genug wäre, dürfen sie nicht sterben, da die Stadt vor mehr als 70 Jahren einen Friedhof hatte, sondern sich schließen musste, wie es die Leichen nicht taten, sie zersetzen sich aufgrund von Temperaturen. Insel von Itsukushima, Japan. Es ist berühmt für den Itsukushima-Schrein, dessen Mönche den Tod innerhalb seiner Grenzen verboten haben. Seit 1878 sind alle Arten von Geburten und Todesfällen vermieden worden, sodass Frauen in fortgeschrittenen Schwangerschaftsstadien und todkranken Frauen der Zutritt verboten ist. Lanjaron, Spanien. In einer Stadt in Granada, Spanien, gab es 1999 auch eine Überfüllung auf dem Friedhof. Deshalb sagte Bürgermeister José Rubio, hier stirbt niemand, weil Lanjaron Leben und Gesundheit bedeutet. Er wollte, dass kein Nachbar stirbt, bis ein neuer städtischer Friedhof errichtet wurde,